was fire, came disparity. So, da sind wir wieder. Wo ist er denn hier? Du hast gerade dreimal geklickt, aber nur zwei grüne Balken. Ja, schimmerte das Ingame-Ding. Gut, du musst auf solche Sachen achten. Ne? Das war nur der Ingame-Sound, das war jetzt nicht so schlimm. Aber ja gut, es wäre schlimm gewesen. Ich will wissen, wo hier der Bellgargoyle ist. Es war richtig lecker. Wir hatten doch kein Ende. Wir haben den ganzen Nachmittag über Ende geredet, haben aber glücklicherweise beide Huhn genommen. Ja, warum auch immer. Ha! Da ist er. Das ist der Feind, der es zu schlagen gilt. Eben bin ich gescheitert, kläglich, mehrfach kläglich gescheitert. Aber das hat jetzt ein Ende. Ich warte noch auf das Bild. Da ist es. So was aber. Jetzt bin ich aber ausgeruht. Jetzt bin ich gefüttert. Und jetzt kümmere ich mich um diesen Drecks-Bell-Gargoyle. Und ich hoffe, ich schaff's diesmal auch. Ich habe nur noch ein so ein komisches Das Ding kostet 40 US-Dollar, kannst du glauben. Hm? 40 US-Dollar. Mich hat's 33 Euro gekostet oder sowas in den Dreh. Also es kommt ungefähr hin, ja. So. Auf geht's. Jetzt geht das eingemacht. Du willst ja wieder allein oder wieder mit wem zusammen? Ich bin allein schießt du wie bessere Chancen. Ja, weil da, er nimmt dann viel mehr Schaden, weil umso mehr Hilfe du dir holst in Dark Souls, umso mehr hält der Gegner aus. Und wo ist dann der Sinn von Hilfe? Naja, ein bisschen leichter in der Theorie wird es dann schon. Aber er hat ja gesehen, was die Theorie bringt. Nicht so viel. Wenn sich natürlich gleich wieder jemand hier im Chat meldet und nochmal mitmachen will, dann ist das kein Problem. Wir haben jetzt Zeit. Du bist jetzt wieder Hollow, ne? Ich bin Hollow, ich kann jetzt im Moment nicht. Und du willst jetzt für den Kampf dem Schild treu bleiben oder jetzt noch dem ganzen Game? Ich weiß noch nicht. Mein Ziel ist, dass ich irgendwie so ein cool mit zwei Schwertern irgendwann so elegant und filigran abgehe, aber jetzt in Dark Souls. Ja, in Dark Souls. Im echten Leben wäre es auch cool. Das wäre geil. Ja, stimmt. Scheiß Boulder, da ist ja noch ein dritter. Ich werde jetzt erstmal kurz was holen. Jetzt scheinen wir wieder wie kein Zuschauer zu haben. Da sind zumindest keine roten Zahlen da. Hm. Also war der eine, der dann eingeschaltet hat, wohl doch nicht wir selbst. Möglich. Ah, der wird jetzt. Der wird warten, bis ich schlage, damit er mich reposten kann. Nicht reposten, parryen kann. So ein Shit machen die gerne. Aber nicht errechnet. Ich will da hinten hin, da liegt möglicherweise, wenn ich mich recht entsinne, eine interessante Waffe, die vielleicht was bringen könnte. Jetzt habe ich beide auf meiner Seite, super. Guck mal, ob ich die hier rauslocken kann. Bitte nur einen. Was machst du denn für einen Scheiß? Ja, halt sich erstmal. Na, ganz toll. Marvin spielt Dark Souls knallhart durchgenommen Style, indem Dark Souls ihn knallhart durchnimmt. Ach, da ist ja noch ein. Wäre es gegebenenfalls legitim, wenn ich oder du irgendwann mal demnächst, wir können jetzt ein paar Fragen,
eine kleine Hafer, eine kleine Klampfe bestellen, irgendwas? Ist ja im Hintergrund. Von meinen Helden sagen. Ja, genau. Von Eve Erdras Helden sagen singest. Ja, von mir aus, warum? Ja, hört die Geschichte von Marvin dem Mächtigen. Nein, wartet kurz. Vergesst, was ich gesungen habe. Ich habe ja noch eine offene Rechnung. Ich will mich nochmal um diese Spacken hier kümmern. Das haben wir letztes Mal zu sehr gerusht. Das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht. Man muss das schon richtig machen. Dass sie das nicht mitkriegen. Wenn man sich anschleicht, und dann kriegen die das nicht mit. So, jetzt machen wir richtig hier. Nicht diese... Ja, du hast jetzt auch ein Schild. Ja, hack nicht auf mir rum. Schild ist ja fast schon wie Cheaten. Ein Shield. Ha! Shield. Jetzt verstehe ich mir das. Ja, Everdra Qualitätswitze. Nur ich mit dem Everdra Siegel auf Bullshit. Da will ich eigentlich hin. Jetzt geht's ja wirklich rundum besser. Mir auch. Ich habe zwar jetzt doch nicht so viel Blut im Gehirn, wie ich mir erhofft hatte, also geistig fit bin ich jetzt nicht mehr so ganz, weil das ganze Blut gerade im Magen ist, aber dafür geht es mir gut. Aber das wird ja demnächst wieder irgendwann im Kopf sein. Basement Key, den brauchen wir auch für irgendwas. Jetzt kann man dieses Tor hier wieder öffnen und das bleibt dann auch, soweit ich weiß, offen. Schön. Aber was ich eigentlich haben will, ist das hier. Und es ist... Halber, das Ding ist, glaube ich, nicht so scheiße gegen die Gargoyles. Zeit für Helge Bart. Und meine Strength reicht nicht mal im Ansatz aus. Hast du nicht auch Strength geskillt? Nein. Also, glaube ich, bei dir. Wie viel bräuchtest du? Mehr. 16. Ich habe... 12. Dann machst du halt auch 4 Punkte drauf und gut ist. Levelst du noch ein bisschen Masse auf Strength, dann passt's doch, oder nicht? Warte mal, das ist gerade gar nicht so eine scheiß Idee. Ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn überhaupt an komischen Seelen, die wir mal ein bisschen... Das noch. Hoppen wir mal ein paar Seelen. Zurück. Level ich nochmal ein bisschen auf. Ein bisschen in Strength müssen wir ja eh packen. Ich bin aber auch nicht ganz so wendig, wie ich sein könnte, glaube ich. Ich laufe noch so ein bisschen behäbig, habe ich das Gefühl. Das Gefühl habe ich immer bei Dark Souls. Deswegen kriege ich das nicht so mit, wenn man behäbiger wird. Ich werde mich schwer zu sehen. Na gut, machen wir ein bisschen in Strength. So, 1800. Und das hinkriegen. Komm, das schaffen wir. Also was heißt, wie das schaffst du? Guck mal, du bist doch schon richtig dabei. Und noch ein bisschen. Also scheiß. Du bist schon richtig dabei. Noch ein in Strength. 14. Müsstest du jetzt nicht bei 15 sein? Nein. Echt? Ah, weiß nicht, ich hab mich drauf gekommen. Nee, jetzt sind wir bei 15. Also wir müssten noch einen, wenn wir den einsetzen wollen. Dann muss ich nur mal kurz, warte, wie viel brauche ich für den nächsten Level? 3200. Ich hau noch mal ein paar um. Dann kommen wir da hoffentlich hin. Ja. Ja, manchmal muss man halt auch mal ein bisschen farmen. Das gehört bedauerlicherweise dazu. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein bisschen Low Risk Phase. Das heißt, wir können jetzt gerade wieder über Scheiß reden. Cool. Fällt dir Scheiß ein? Nein, gerade aktuell ist Sonntag, gibt mir keinen Scheiß. Ich bin auch wie so ein Reptil am Verdauen. Ich will immer noch den Godzilla-Film sehen.
Mir ist bis heute noch nicht eingefallen, was ich mit der ursprünglich mal von dir wollte. Weißt du eigentlich, ab wann Star Wars Episode 8 jetzt kommt? Wir wissen ja, glaube ich, Dezember, aber weißt du schon? Letztes Mal? Ich weiß nicht, wie war es denn letztes Mal? Also keine Ahnung, falls er vor Weihnachten kommt, wollen wir dann vor Weihnachten noch rein? Ja, das hatte ich mir schon so gedacht. Ja. Wäre toll, ne? Oder weißt du was, ich gehe jetzt mal. Ich kämpfe mich mal langsam in die Richtung hier rum und wenn ich es bis dahin unbeschadet geschafft habe, versuche ich den Gargoyle halt. Mhm. Ja, ja. Gute Idee. Oh shit. Ich habe nichts mehr zum Blocken und auch nichts mehr zum Ausweichen. Mal hinter dich. Du, ich. Komm, versteck dich nicht wieder da oben. Du Lappen. Ah. So, Alter. Ah. Oh, jetzt hält er sich auch. Ich glaub's nicht. Alles für die Katz. Ja, der ist auch gut dabei, genau wie du. Wer war da deiner Meinung nach bis jetzt in der Dark Souls-Reihe der schwerste Gegner, den du hattest? In der gesamten Souls-Reihe, Orphan of Course aus dem Bloodborne DLC. Es ist zwar nicht Dark Souls, aber egal. Es ist die Soulsborne-Reihe, also ich sehe das offiziell als Teil der Souls-Reihe an. Ja, aber ich meine Dark Souls. Dark Souls? Hoppla. Der Orphan Dingsbums war das Ding, was die mit der Gebärmutter oder so Plazenta da um sich gehauen hat? Ja, das ist Orphan of Course, genau. Ist schwer zu sagen. Viele sagen ja Kalamet. Also nicht die Soul of Sinner, wie der Endgegner. Ich würde sagen, na gut, die DLC-Bosse sind immer noch mal einen Tacken schwerer. Okay. Ich würde sagen, Dark Eater Media vielleicht aus Dark Souls 3, dem DLC. Ich bin mir. Ach verdammt, wieso drehe ich mich weg? Das Hirschvieh war auch aus Bloodborne? Das Hörspiel. Das Hirschvieh. Hirschvieh. Achso, ja, ja. Lawrence, genau. Das ist auch aus dem DLC. Auch Lawrence von Arby. Auch einer der schwersten Bosse ever. Ich glaube, das Bild hier hängt zu tief. Immer noch nicht. Man kann sich hinten gar nicht alle. Ich glaube, wir müssten das demnächst mal ein Stück höher hängen. Möglich. Was ist das hier bloß wieder für eine Scheiße? Wir hängen hinten alle fest. Das nächste Mal, wenn wir am Start sind und ein bisschen Vorbereitungszeit haben, werde ich mal so zwei, drei Major-Themen, die ich gerne ansprechen würde, mal mit der Ausarbeitung. Aber dann hatte ich mal Stichwort, dann vergesse ich mal Zettel nicht. Machen wir heute nochmal so, weil vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn es so zwei, drei Major-Themen gibt, die man immer wieder so ansprechen kann. So, ich bin jetzt nochmal bereit. Allerdings, ja, ganz im Ernst, du kommst gar nicht dazu, diese Estus Flask in diesem Fall zu benutzen. Hast du ja gesehen, das ging so schnell. Ja, stimmt. Küche. So. Küche. Dass der immer schon gleich wach ist und nicht mehr zur Steine erstarrt. Der ist da, der wartet da schon. Müsste man diese Zwischensequenz ja andauernd angucken. Ach so, deswegen. Ah. Ich muss mich jetzt konzentrieren, das geht nicht anders, ja. Ah, jetzt haben wir wieder den Salat. Ja, der eine hat kaum noch Energie.
entzünden. Oh, es leckt mich doch am Arsch. Jetzt habe ich kein komisches Resin-Ding mehr. Jetzt kann ich keinen krassen Schaden mehr bei ihm machen. Dann muss ich jetzt wohl noch einmal aufleveln und so ein komisches halbe Ding probieren. Ich gucke mal, ob ich Sachen verkaufen kann, damit das ein bisschen schneller geht. Bisher möchtest du wieder einsammeln? Das wird nichts da oben. Wie verkaufe ich denn hier nochmal was? Habe ich ganz vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen, wie ich Sachen verkaufe. Warte mal, das geht glaube ich in Dark Souls 1 noch gar nicht, oder? Kannst du keine Sache verkaufen? Nee, das geht erst bei einem anderen Charakter. Vergiss es. Vergiss es. Ich level jetzt noch ein Level auf in Ruhe. Und dann hau ich ihn weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich heute so viel Hunger hatte. Ich bin jetzt so satt. Kaum zu glauben. Jetzt gehst du alles raus mit. Es wäre cool, wenn es einen authentischen Mittelalter-Film gäbe. Und wenn sie finden, der ähnlich ist wie Herr der Ringe. Herr der Ringe ist bis jetzt das. Ja, oder was heißt authentisch? Ich meine, die Sachen sind ja lustig, das verfette sie, aber irgendwie, dem nimmt man dieses Mittelalter nicht am meisten ab. Weil das wirklich ganz durchzieht mit der Sprache, mit dem Equipment. Da gibt es, ich glaube, die wenigsten Requisitenfehler, dass aus Versehen immer noch Luan hat oder sowas. Königreich der Himmel fand ich auch sehr gut, aber ist mir aufgefallen, dass viele Ritterfilme irgendwie so nicht so ein richtig super authentisches Flair haben. Ja, so ein. Wirkt manchmal ein bisschen generisch und. Genau. Weiß nicht. Aber da haut man ja immer gerne einen CGI-Filter über alles drüber und irgendwas. Bei Herr der Ringe, das wirkt alles authentisch. Ja, ne? So richtig geiler Mittelalterfilm. Das wäre mal cool. Oh, jetzt weiß ich, was ist cool. Der Mittel fand ich auch nicht schlecht. Der Ring ist bis jetzt irgendwie umgeschlagen. Boulder Shield. Kann ich nicht mal einen Boulder Side Sword droppen? Das wäre richtig gut. Wenn wir das Boulder Side Sword hätten, dann wäre es hier, dann wäre halt vorbei. Müssten wir uns gar nicht anstrengen. Na ja, gut, nicht wirklich. Hast du einen Lieblingscharakter aus Blaze Moon? Solvay. Solvex ist tatsächlich dein Lieblingscharakter. Ja. Auch wenn es sich komisch anfühlt, seine eigenen Charaktere zu ranken. Stirb. Ja. Kannst du kurz erklären und begründen, warum gerade sie sagt, dass sie die Protagonistin deines Musikvideos ist? Sie ist ein Badass. Nehme ich mal an. Du sagst immer, nimmst du mal an, das musst du dann entscheiden. Das ist doch deine Welt. Du tust, ich meine ganz ehrlich, wenn einer Bescheid weiß über Sachen, dann doch der Erfinder oder so. Und wenn du sagst, dass sie ein Badass ist, wird sie wohl ein Badass sein. Wenn du sagst, sie ist komisch soft, dann ist sie wohl komisch soft. Wobei sie nicht den Eindruck gemacht hätte, als sei sie krass. Kennen sich Bonnie und Solveig schon? Ja, natürlich, sonst würde sie ja nicht retten. Ja, kann ja sein, dass sie generell ein Held ist, der Maiden in Nöten rettet. Nee, die kennen sich. Die kennen sich. Also sie rettet wirklich auch Leute, die sie auch wirklich persönlich kennt. Ja. So. Irgendwie langsam gehen mir die Gegner aus. Waren die vorher schon ein paar? Ja. Weißt du auch schon, wie sie sich kennengelernt haben oder ja noch nicht? Ich glaube, sie war irgendwie
so eine Art Leibwache für Bonnie sollte sie ursprünglich sein. Da habe ich mir das gleich mal überlegt, weil, keine Ahnung, Bonnie wohl dann auch von zu Hause ausreißen wollte. Bonnie hat dieses Prinzessin Peach Problem, die wird schon gekidnappt, oder? Nee, sie wird nicht gekidnappt, sie wollte, glaube ich, mal ausreißen. Und irgendwann wurde den Eltern das zu blöd, da haben sie so eine Leibwache bestellt. Die sich dann allerdings irgendwann auch in sie hineinversetzen konnte und gesagt hat, ja, ist okay, hauen wir halt zusammen ab. Irgendwie sowas. Wie kam es, dass General Gilarak dann gesagt hat, die klaue ich? Wahrscheinlich war sie irgendwo. Na gut, sie hat ja die Macht vom Blaze Moon irgendwie in sich. Und. Verdammt, warte. Und die will er halt haben. Werden wir denn noch erfahren, wie es dazu kam? Nicht in dem Video. Nein, aber generell irgendwann mal. Möglich. Ja, wenn ich ganz, ganz viele Zuschauer dafür kriege. Das heißt, wenn du keine Zuschauer kriegen solltest, wirst du nie wieder Infos droppen. Keine Ahnung, das hängt von mir ab, wie ich darauf Bock habe. Warum möchte General Gilarak das Blaze Moon Ding denn haben? Ja, damit er zu einem Gilarak werden kann. Er heißt übrigens General Imaishi. Also kann tatsächlich Gilarak nur zum Gilarak werden, wenn ich weiß nicht, ob man nicht wirklich gut hören kann. Achso, ja. Also kann General Gilarak tatsächlich nur zum Gilarak werden, wenn er. Wenn Bonnie in der Nähe ist? Ja, diese Blaze Moon Dingens Energie ist ja irgendwie in ihr gespeichert und er saugt sie halt mit diesem Generator ab und schießt sie dann auf die Überreste von dem. Auge ja. Von Vidinitra. So ein bisschen Saiyajin-Style, wenn na gut, nur dass da nichts auf den Mond geschossen wird. So. Jetzt nochmal richtig. Diesmal hau ich den hier weg. Ist General Gilarak eher Gilarak, der sich allerdings auch in Menschen verwandeln kann, auch ein Mensch ist? Oder ist der Mensch tatsächlich seine natürliche Gestalt? Er ist ein Mensch. Er ist nur infiziert mit dem Virus irgendwie. Vermutlich hat er sich vorsätzlich damit infiziert. Muppens! Ah. Nimm das! Und runtergefallen. Und nochmal auf ihn drauf. Ah, verdammt, das ist nicht fair gewesen. Ich hab festgehangen. War nicht meine Schuld. Nein, viel ziehen tue ich bei dem wirklich nicht, nein. Macht das überhaupt Sinn, mich zu töten? Verdammt, wieso ist das denn passiert? Wie ist das passiert? Sehen, dass man ihn tötet? Ah, warum? Wenn du General Imaishi mit einem Wort beschreiben könntest, würde Champion zutreffen? Ja, das ist ein ganz schöner Champion. Wie kam es jetzt an den? Ich wollte gegen Garbals kämpfen. Ich dachte, der droppt bestimmt eine Menge Seelen. Und ich muss noch eine Stufe hoch, damit ich dieses Scheiß halte. Ja, so wie der abgegangen ist, würde der eine Menge Seelen droppen, glaube ich. Jetzt muss ich da in einem Stück wieder hinkommen, um den Scheiß wieder einsammeln zu können. Rocksalt ist mir was für Erwachsene. Das ist mein Problem. Kinder hätten, glaube ich, keinen Spaß an Dark Souls. Ob wir da einen 12- oder 13-jährigen Dark Souls spielen lässt, glaube ich nicht, dass er daran Spaß hätte. Nee. Ist auch ab 16. Bäh, sagt er. Wenn ich jetzt die Seelen nochmal einsammle, dann habe ich genug. Das was? Lose, Junge. Weg mit dir. Lose, Peter. Nimm das.
Die Havocken an deinem Bein rum. So. Die jetzt mal weghauen, dann bin ich gleich wieder dran. Verdammt. Aber wieso siehst du immer den Scheiß da oben an? Wie du vielleicht weißt, gibt es ja Mordor, Schatten des Krieges. Ja. Ein ganz komisches Spiel, in dem Sauron möglicherweise so auftaucht. Ja, ich weiß nicht, wie du das erklären wolltest. Von der Story her, aber ich fand den ersten schon irgendwie lame und ich weiß nicht. Hast du den? Ich habe den kurz mal gespielt, aber ich weiß nicht, warum die alle so gehypt haben. Warum haben die Leute World of Warcraft oder LOL oder Overwatch? Keine Ahnung. Counter-Strike, Leute halten Sachen. Der steckt ein Pfeil im Schädel. Tja, kannst du mal sehen. Ein Glück, dass ich untot bin. Den steckt dir, glaube ich, nicht mehr im Schädel. Dabei mögen Untote irgendwelche Sachen im Kopf doch gar nicht. Ah, hör auf. So, ich hole mir jetzt noch meine Seelen wieder. Und zwar leise. Ich glaube, ich werde mich jetzt etwas anders positionieren, dass ich besser das... Oh nein, warum müssen die ausgerechnet vor ihm liegen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja cool, er bewacht die voll. Wie Eier oder Nest. Zeit zum Bewachen. Lukas legt sich an das hin, so, damit man ihn besser versteht. Wegsammeln, schnell aufsammeln und weg. Geil. Jetzt habe ich auch genug Seelen, um aufzuleveln. Scheiß drauf, nicht gierig sein. Man muss seine Grenzen kennen. Das stimmt. Man muss seine Grenzen kennen. Jetzt müsste man mich gut verstehen und jetzt kann ich mich gemütlich hier hinlimmeln. Ich komme wieder. So kann man den Abend. Ich komme wieder, ich schwör's dir. So verbringt man den Abend. So kann ich das die ganze Zeit durchhalten. Warum mache ich das nicht immer so? So ist das Mikrofon hier in meiner Nähe. Ja, das wäre... Man versteht mich gut. Ja, stimmt. Ich kann alles sehen. Und ich muss hier ständig meine Sitzposition ändern. Ich weiß nämlich nach ein paar Stunden nie, wie ich hier drauf sitzen soll. Weil dieses immer ohne Füße hochlegen, komisch auf dem Sofa rumsitzen. War manchmal nicht nach da, manchmal nach da. Und es geht nie gut aus. So kann ich das bequem durchziehen und Energie sammeln. Und kann hier das Mikrofon meinetwegen direkt vor meinen Kopfpilter tun. Und alle verstehen mich hoffentlich wunderbar. Und ich kann hier die Sachen überblicken. Das ist schön. Und so ist viel bequemer. Warum zur Hölle saß ich noch nie so oft am Sofa? Maul halten. Kann ich mich wenigstens auch mal anlehnen. Hast du nicht auch mal nach der Schelle mit den Rocket Beans Nein! gespielt? Dreck! Hat dich gefunzt. Ich fall immer wieder drauf ein. Aber die kann ich jetzt zum Glück schnell wiederholen. Ich habe ja gedacht, nach dem Essen sieht es besser aus. Es sieht ja auch besser aus. Wir sind fast einsatzbereit. Wir sind jetzt schon wieder fast eine Stunde dran, nicht ganz. Nein, das kann nicht sein. Doch, ich habe auf Uhr geguckt. Knappe Dreiviertelstunde sind wir jetzt dran. Oh, oh nein. Müssten wir zumindest, wenn ich richtig geguckt habe. Gott, die Waffe macht aber immer gerade so viel Schaden, dass er noch steht. Zeit, dass wir irgendwas Stärkeres kriegen. Ja, die Hellebarde. Du hast doch auf die Hellebarde abgesehen, ja, oder nicht? Die ist ja stärker. Hellebarde. Dunkle Bade. Baden-Württemberg. Was für ein Gefühl hast du denn bis jetzt? Das ist jetzt die vierte Folge. Würdest du bis jetzt sagen, oh ja, es macht dir mehr Spaß, als jetzt Sachen zu reviewen, Animes zu gucken? So einfach... Oder wie würdest du das Projekt bis jetzt bewerten? Boah, also im Moment
bin ich zu aufgeregt, um darüber nachzudenken. Ja, okay, in Ordnung. Vielleicht kann man das tatsächlich mal probieren, dass ich irgendwann einfach mal wirklich random shit in den Raum werfe, um zu gucken, kann man sich darüber unterhalten. Ein paar Major-Themen, dann einfach random shit. Ja. Lass dich doch einfach wegstimmen. Alter, das geht mir ja um Sacken. Oh Gott, stehen die hier noch? Ein offeneres Feld. Oh nein! Da gehe ich doch eigentlich viel besser in dem Schiff. Ich glaube, Dark Souls kann man am besten vergleichen mit dem komischen Drachenfallspiel aus South Park. Man ist immer kurz davor, man denkt immer, ein Versuch noch, gleich habe ich ihn getötet. Ein Versuch noch, aber man tötet die Viecher ja doch nicht. Die töten einen selbst. Das muss sein. Bald habe ich den Gegner getötet, bald habe ich ihn. Aber wie ist man immer kurz davor, man schafft es nie richtig. So. Oh Gott, dass sie immer noch so gerade stehen. Das gibt's doch nicht. So, nun ist Schluss. Jetzt level ich auf und dann nehme ich den scheiß Halbert und dann haue ich das Vieh weg. Ich bin gespannt und vorsichtig optimistisch. Hast du schon ein Drittel von Dark Souls 1 durchgespielt? Was? Oh Himmel, Herrgott, nein. Kommen wir gut voran? Bin schon mal besser vorangekommen. Echt? Echt jetzt? So. Machen doch richtig gut Strecke. Wo ist er denn? Das macht ja auch im Vergleich für einen Schaden. Ja, doch schon merklich mehr. Okay. Kann ich denn noch rollen? Ja. Sieht unhandlich aus, das Ding. Willst du eigentlich immer lieber ohne Helm rumrennen, später oder mit? Fashion Souls ist das Wichtigste. Stimmt allerdings, ja. Kommt drauf an, was er für eine Kopfbedeckung hat. Safety first oder Fashion first? Ja, weiß aber mit einem Schlag. Gibt es eigentlich die Rüstung, die da auf dem Rahmen abgebildet ist, die so? Also kannst du später ja, die Rüstung tragen? Darauf werden wir hinarbeiten, ja. Achso, was für eine Rüstung ist das? Lord Blade Kiarans Rüstung. Die schönste weibliche Rüstung im Spiel. Echt schön. Finde ich. Also hast du die tatsächlich selbst ausgedacht, sondern ist eine Dark Souls Rüstung? Ja, nein, wird und ja auch nicht, ein Dark Souls Schwert. Wird ja nicht viel Sinn machen. Ja, das ist. Ah, cool. Alles realer Shit. Es muss alles akkurat sein. Ha. So kann ich schön auf Abstand halten. Ha! Hat er mich geparried, aber bringt nichts. Steht zu weit weg, weil ich ein krasses, sperrartiges Etwas habe. Gute Sache, das. So. Und euch halte ich jetzt auch auf Abstand mit dem Scheiß. Aha! Ihr könnt mich nicht mehr. Jetzt. Oder ihr könnt mich. Ihr könnt mich doch noch. Verdammt! Ja, das ist doch noch nicht so einfach. Scheinbar. Mann, so ist das bequem. Gutes Sofa. Oh, ich bin immer noch zu dumm zum Zug. So. Warte, er hat was gebrockt. Immer diese Broken Straight Swords, dieser ganze Blödsinn.
Okay. Wozu droppen die? Sollen die den Spieler foolen oder wofür ist das dann? Ach, das ist einfach. Und hast du irgendwann einen ganzen Kranz voll Müll, den du mit dir rumschleppst? Ja, nee, später gibt es eine Möglichkeit, den Mist wieder loszuwerden. So, einmal trinke ich noch. Und dann, oh Gott, wünsche mir Glück. Ich drücke dir die Daumen. Aber ich bin zuversichtlich, du hast jetzt eine helle Pause. Ah, oh, was war das denn jetzt wieder? Schnell noch einen trinken. Schnell nicht mehr angesehen, nicht mehr angesehen, nicht mehr angesehen. Oh, scheiße. Ultra knapp, ultra knapp. Wow, ultra knapp. Hast du gesehen, dass du noch 1% verfehlt? Was ist bloß los mit mir? Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ich hab dir Essen gegeben und zu trinken und alles, was du. Vielleicht brauchst du einen starken Keks. Oh Gott, nein, ich bin so voll. Vielleicht liegt es daran, weil du zu voll bist. Du musst, das ganze Blut ist im Magen. Wie willst du gut reagieren, wenn das Blut im Magen ist? Ich werde das so machen. Ich probiere das jetzt noch einmal. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt erstmal woanders lang. Machen anderen Shit. Ja, okay. Weil das wird so nichts. Das ist ja furchtbar. Das ist Trauerspiel. Ja, das ist Dark Souls. Wenn es bleibt, okay. Das macht Dark Souls aus. Das ist der Geist von Dark Souls. Dass man immer wieder zurückgeworfen wird und seine Frustrationstoleranz strapazieren kann wie Hornhaut. Soll den Spieler cool demotivieren und Demut lernen. Dass er immer denkt, er wäre geskillt, aber Dark Souls weiß es besser. Dark Souls, das Spiel, wo du am Tutorial scheiterst. Anstatt, dass es dir wirklich funktioniert. Gott, als ich da mit dem Kumpel, da hing er bei Dark Souls 3 echt am Tutorial fest. Ne? Überall anders hat ein Tutorial eigentlich nur zeigenden Charakter und erklärenden. Da war es so, da gab es einen Tutorial-Endboss, der irgendwie, okay, war genauso stark wie alle anderen Bosse, aber ich habe da keinen Unterschied gesehen. Wir waren bei dem genauso gut oder schlecht wie bei jedem anderen Boss auch. Ich weiß nicht, was an dem Tutorial-Boss gewesen sein soll. War ein ganz komischer, schlechter Witz. So, ha, 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 genatzt. Komischer Neuling. Dann wissen wir, wie das so ist. Wie bist du dann irgendwann damit warm geworden? Also was hat dich immer wieder dazu bewegt oder befähigt, immer wieder damit anzufangen? Du hast ja mal gesagt, du hast es schon drei oder vier Mal probiert. Du wurdest auch am Anfang mit dem Spiel nicht warm. Härte. Liam Neeson. Keine Ahnung, ich versuche gerade Worte zu finden, die dem gerecht werden, was man haben muss. Cojones? Niedriges Selbstwertgefühl? Keine Ahnung. So, dass es einem nichts mehr ausmacht, dass man immer wieder niedergeschlagen wird? Ja, nein, aber zwischen Sachen einfach hinnehmen oder akzeptieren und aktiv zu entscheiden, ich werde mich jetzt dem immer wieder aussetzen. Man musst du ja nicht. Niemand zwingt dich, das Spiel zu spielen, aber du musst für dich irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, ah, das Spiel gefiel mir nicht so, ich wollte damit nicht haben, ich probiere es aber nochmal. Ah, nee, es gefiel mir noch nicht, ich probiere es jetzt so lange, bis es mir gefällt. Jetzt hypst du es ja total und bist richtig danach. Ich will doch schon gleich die Spiele sehen.
Verdammt. Er erinnert mich an Bahamut aus Final Fantasy. Auch so ein bisschen von der Musik. Ich glaube, Miyazaki hat sich auch so ein bisschen von Final Fantasy inspirieren lassen bei manchen Sachen. Das ist gut möglich, ja. Alter, was ist denn wieder los hier? Man kann dir den Schwanz abschlagen. Ja. Das ist aber ein anderer Garten. Ich habe nur verschiedene Köpfe. Kann das ja sein? Hier ist es gut, dass er scheint keine Ohren zu haben. Ah, ja. Mann! Da komische kleine Flügel, glaube ich. Ja, da hat richtig große Flügel. Richtige Adlerflügel. Ah, mir geht schon wieder die Ausdauer flöten. Ah, Mann, mir geht schon wieder die Ausdauer flöten. Double Drink. Ah. Double Drink. Stößchen. Oh, ich darf mich eigentlich nicht in dieser Kasse leiten lassen. Ah, das ist echt nicht so gut. Tatsächlich Fußstößchen, oder was? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wird ja, bevor nicht... du die ganze Zeit gegangen bist, hast du gesagt, ich darfst du es nicht. Trotzdem machst du es. Ja, ich weiß. Weil ich blöd bin. Ich bin halt voll. Hm. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr hier in diese Sackgasse leiten lassen. Ich mache alles falsch, was man falsch macht. Ja, aber du weißt es besser, du begründest es sogar noch oder erläuterst, dass es falsch ist, ehe du es durchführst und machst es trotzdem. Tja. Heute probiere ich mal einfach irgendwo reinzurushen, warte du mit dir. Heute probiere ich es mal ohne Schild. Heute lasse ich mich mal eine Gasse leiten. Du weißt die Sachen immer. Es ist ja nicht so, dass du im Nachhinein so hindsight-mäßig sagst, oh, das war stimmt, ich erinnere mich, das war keine gute Idee. Warum tust du Sachen, wenn du es eigentlich schon besser weißt und sogar vorher sagen kannst? Weil ich mich dahin drängen lasse und ich weiß, wo ich sonst hin soll. Aber insgesamt, wenn man jetzt diese paar Szenen wegnimmt, bist du doch eigentlich gut dabei heute, oder? Echt nicht? Sieht nicht so aus. Krass. Aber da generell eigentlich ja alle Leute in Dark Souls immer sterben, kann man ja zum Glück nicht beurteilen, ob einer schlecht oder gut ist, oder? Ja, schon. Also, wenn man so oft beim Gargoyle stirbt, dann doch. Ja, aber die Gargoyles sahen auch sehr, 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 sehr schwer zu besiegen aus. Also es sind immerhin zwei, die guck mal, mit Feuer schießen. Ich meine, wie willst du gegen die ankommen? Ist schon schwierig, es ist schon schwierig. Ja, Herr Therapeut, also damals in meiner Kindheit war das so, das. So wie ich hier da sieht aus im Stil, als wie eine Therapeut-Couch kommt. Nein. Dann mal los. Ich schon wieder voll dabei. Jetzt habe ich, warte mal, ich habe dich schon mal gefragt, da kann ich dich an den Schwanz abschneiden. Wofür ist das nochmal gut? Ja, das haben wir schon gemacht, da kriegt man diese Waffe, die er da hat. Die kriegt man. Ja, den Schwanz abschneiden, echt? Ja. Die haben wir schon, aber die können wir natürlich nicht tragen. Noch nicht.
Und wenn wir stecken uns da, können wir eine Waffe tragen, die viermal so lang ist wie wir selbst. Wie sieht das denn dann aus, wenn ich da rufe, warum rennt die viermal so lang ist wie man selbst? Nein, die ist dann natürlich größenmäßig ein bisschen angepasst. Ach so. Oh, wäre das nicht mal schön, wenn ich mal irgendwie hier weg könnte und nicht die ganze Zeit bespielen werden würde. Ah. Oh, der ist auch immer direkt mir am Arsch. Es ist scheißegal, was ich tue. Lass mich doch mal. Vielleicht Dark Souls verschiedene Schwierigkeitsgrade? Nein. Doch, es gibt halt einen Bockschwer. Bockschwer. Nicht so gut. Oh, ist es alles schlimm. Oh, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm gerade. Okay, jetzt komm her, Arschloch. Einmal noch trinken. Bin ja doch nicht immer nur. Muss noch irgendwie. Okay, jetzt nicht gierig werden. Einfach schön sachte. Kannst du dich einfach auch das Dach runterspringen? Ja, wünsche ich mir, ne? Aber cool, wenn ihr das echt macht, dann wird er aber plötzlich wieder hochkommen. Das denke ich, ja. Okay, jetzt bloß keinen Scheiß machen. Jetzt keinen Scheiß machen. Ich glaube, jetzt haben wir es. Aber jetzt muss ich wirklich geduldig sein. Ah, ja. Ah. Wird Marvin siegreich sein oder nicht? Das erfahrt ihr mit ein bisschen Glück noch in dieser Folge. Für den Fall, also dass er siegreich sein wird. Falls nicht, erfahrt ihr wahrscheinlich in der nächsten und übernächsten Folge auch. Nein, scheinbar erfahrt ihr es schon in dieser Frage. Ha! Beim ersten Versuch. Das hat Blackman auch gesagt, at the first try. Hast du hier einen Cookie von mir? Ja, da hole ich mir jetzt wirklich mal ein. Warte, nach der Rede, passt er nicht auf, die ist offen, die Pappe nicht auf. Ja. Ja, ein wenig zittert sie. Das ist das typische Dark Souls Zittern. Zittert deine Hand gerade echt? Hast du dich so sehr verkrampft? Das ist normal bei Dark Souls. Glaub mir, frag jeden, der Dark Souls. Wenn ein Spiel dich so dermaßen fordert und dein Körper so dermaßen anstrengt, dass du anfängst zu zittern, warum zur Hölle tut man sich das an? Ich meine, wofür? Das ist Adrenalin. Das fühlt sich gut an. Andere machen. Aber wer findet das denn bitte gut, wenn du Extremsportler bist? Das komische Fallschirmspringen mit Heintauchen, komisches Adrenalin. Ich bin kein Freund von Adrenalin. Low Risk, High Adrenalin Reward. Ja, rein theoretisch schon. Ja, einen Schluck bitte. Ein halber. Aber bitte nur bis dahin, wo das Rot ins Gelb übergeht. Danke sehr. Aber du bist immer ein Fan von seichten und spektakulären Tagen. Das spricht doch dafür, dass du kein großer Adrenalin-Junkie bist. Ja, das ist. Ich sag ja, low risk. Also ich setze mich persönlich keiner Gefahr aus, also vielleicht möglicherweise einem Herzinfarkt. Kriege aber trotzdem das komische Hochgefühl, was andere Leute kriegen, wenn sie aus dem Flugzeug springen. Ohne Fallschirm. Stimmt, dann kriegen die ein 11.000 Meter Hochgefühl. So, jetzt gehen wir wieder rein hier. Okay, Twin Humanities. Jetzt haben wir ja ziemlich viele Serien gekriegt, dann willst du auch bestimmt aufleveln. Ja. So, und das da oben. Da oben ist die erste Bell of Awakening. Und da wollten wir hin. Ich rüste jetzt mal wieder mein normales Schwert aus, weil irgendwie ist das Ding schon ein bisschen sperrig hier. Rapier. Kann ja mal mit dem Rapier probieren.
Ja, warum nicht? Komm, ich nehme jetzt das Ding. Das ist auch ganz cool. Das ist eine coole Fechtbewegung. I did it. Da liegen noch meine Seelen. Haha, jetzt habe ich noch mehr. Krass. Juhu. Hattest du hier schon mal an dieser Stelle so viel Seelen? Stimmt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hatte ich schon mal exakt so viele Seelen. Vielleicht nicht auf die Seele genau, aber... Wenn man doch in so viel Geld kriegen, also sammeln könnte, wie man schafft, in Dark Souls Seelen zu sammeln. Und das für den gleichen Aufwand, wie der Charakter aufwendet. Nee, das wäre schlimm. Aber immer noch. Das wäre echt schlimm. Ja, gut, dann wäre das Geld ja nichts wert und sonst irgendwas. Dann würden wir es ja alle machen. Ah. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Dann bell die Alte mal. Ich bell die Alte. Gott, werde ich die Alte bellen. Und wie viel müssen wir in dem Spiel bellen? Zwei? Zwei, damit etwas passiert. Ach, das ist das Spiel noch gar nicht zu Ende. Oh Himmel, Herr Gott, nein. Achso, ich dachte. Das ist dann erst der Anfang. Echt jetzt? Mehr oder weniger, ja. Das ist der Prolog. Hat man Kapitel 1 durchgespielt, wenn man so will. Wir sind seit, glaube ich, 4 oder 5 Folgen dran. Tja, so ist das halt. Krass. Das heißt, danach beginnt erst der fordernde Schritt. Ja, eigentlich. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Na, du warst aber schon heute ordentlich fuck? am Trennen. Stimmt. Reden wir doch mal mit diesem komischen Typen, der plötzlich hier aufgetaucht ist. Alter. Yet magnanimous of the gods, cometh out of the first, for to accuse, for in evil sins I. Dieser werte Herr ist, hat einen ganz guten Sinn, ganz guten Zweck. Falls man irgendwie einen freundlichen NPC angreift und der dann angepisst ist, dann kann man seine Sünden hier vergeben, das bei diesem Typen, indem man ihn Seelen zahlt, dann ist der wieder freundlich, den man angegriffen hat. Das kann ganz nützlich sein. Was hat er denn überhaupt? Purging Stone. Breaks Curse. Davon nehme ich mal einen mit von diesen Purging Stones. Die heilen einen nämlich von einem Fluch, falls wir mal verflucht werden, was hoffentlich niemals passiert. So. Aber gut, einmal darf es schon passieren, damit du das gar nicht umsonst ausgegeben hast. Better safe than sorry. Bei der Lache geht einem doch das Herz auf. Was würde passieren, wenn man den aus Versehen umbringt? Dann ist er weg. Dann kann man seine Sünde nicht mehr vergeben lassen. Er steht auch schon so richtig so da. Hit me! Theoretisch aus Versehen jeden NPC umbringen? Rein theoretisch. Was würde dann passieren? Würde man sich dann total verspielen? Würde festhängen? Nein, es geht immer weiter. Man kann sich halt manchmal etwas schwer machen, möglicherweise. Willst du aufmucken? Aufmucken! So, dann gehen wir mal zurück. Hier ist nichts mehr. Und dann level ich nochmal auf. Eine Sache, wenn ich hier schon gerade bin und das hier so, schon so schön freigeräumt habe, werde ich nochmal eine Sache ganz kurz tun. Hier ist nämlich noch jemand. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Oh. Ach, da war ja noch einer übrig. Ich glaube, da müssen wir aber noch mal an ihm hier vorbei. Komm.
komm her. Ja, komm. Komm doch ran, Junge. Scheiße, Harry. Warum falle ich immer wieder? Was ist das eigentlich? Weil er da Leute in dein Schild geschlagen. Nee. Wie kriegen die das? Alter! Hin? Lass mich in Ruhe! Ah. Der Kerl hat voll die Pro-Gamer-Moves gemacht. Ich könnte ja auch mal versuchen, so parryen, cool, aber. Cool, dass du an so einem Kampf wieder gescheitert bist. Bin ein Stück hochmütig gewesen? Ja, natürlich. Natürlich. Aber ich möchte noch mit diesem einen Typen reden. Ich nehme jetzt wieder. Ist wieder scheiß halber, das ist mir egal. Er nimmt dich wieder, Albert. So kann ich ihn ein bisschen auf Abstand halten. Das ist mir geheuer. Wir können aber bestimmt mit der Menge an Level sehen, die Zomber-Level. Ja, dafür müsste ich sie jetzt nur erstmal wieder einsammeln. Und bis dahin nicht nochmal verlieren. Toll, gerade dieser tolle Triumph und dann dieser lachhafte Tod. Das ist einfach Dark Souls, da kannst du nichts machen. Musste hinnehmen. Komm jetzt hier runter. Komm einfach von der Wand da weg. Oh, es gibt's. So. Drop doch mal ein Boulder Side Sword. Teil deiner Chart immerhin. Vielleicht mache ich das. Ich farm hier dann offline, nicht im Stream, Spoilers halt so oder so ein Mist. Aber das ist eigentlich die falsche Stelle, um das zu farmen. Da gibt es später eine Stelle, da droppt das mit viel höherer Wahrscheinlichkeit. Weil die das verbrauchen. Ja. Wir werden das eine ganze Weile benutzen, denke ich. Als Dex-Charakter werden wir das eine ganze Weile benutzen. Bis wir dann das Schwert kriegen, was auf dem Rahmen abgebildet ist. Was für eins ist das? Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Warum möchte man das haben? Weil es cool aussieht. Also, was kann das nichts Besonderes? Ehrlich gesagt, hatte ich es noch nie. Ach so. Ich wollte es mal ausprobieren. Jetzt kommt her. Der will mich wieder parryen. Wenn ich jetzt was mache, dann. Der hat dieses Buckler-Schild, damit kann man viel einfacher parryen als mit allen anderen Schildern. Dafür hat es relativ schlechten Schutz. Wie parryt man Leute? So, im richtigen Moment das machen. Okay. Ich konnte das mal, aber das ist schon wieder ein Weilchen her. Liegt hier noch was? Ich glaube, da ist eine Humanity. Ja, weiß man, wann oder was der richtige Moment ist? Wenn das Schwert auf einen zukommt, in dem Moment muss man es drücken. Ah. Also du siehst, das ist nicht so einfach. Ups, das war mein Smartphone. Und... Aha! Geheimgang. Das legt lieber auf den Tisch. Das wird nicht halten. Danke. Komm ich hier durch? Mann, das. Sag bloß. Ah, verdammt, das hätten wir, glaube ich, vor dem Kampf machen müssen. Hier ist ein Charakter. Der war da, glaube ich, drin. Und jetzt, wo wir gekämpft haben, ist der da nicht mehr drin? Ist der, glaube ich, nicht mehr. Es kann sein, dass er verhungert ist. Ich weiß es nicht. Geil. Würde uns so lange gekämpft, der ist verhungert.
würde uns auf Dauer möglicherweise sogar Probleme ersparen. Warum? Weil der Typ, der da drin ist, vielleicht nicht unbedingt der netteste ist. Aber wenn er nicht hier ist, dann ist er woanders. Und da gucke ich mal, ob er da ist. Wenn er da nicht ist, dann ist er nicht mehr da. Wo geht das denn jetzt hin? Also wie lange möchtest du da rum? Ich gehe jetzt nur noch zum Firelink-Shrine und dann hören wir auf. Und der ist ja gleich hier unten. Müsst du einmal aufleveln, ne? Ja, noch einmal aufleveln und gucken, ob dieser Charakter da ist. Aha, vorzeitig abgesprungen, weil ich cool bin. Jetzt will ich da unten hin. Komme ich denn da hin? In einem Stück. Keine Ahnung, du bist ja vorzeitig abgesprungen. Ja, weil ich cool bin. Weißt du, wie cool ich bin? Ich bin so cool, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich... Wie cool stehe. Ja, okay. Ja, so war das geplant. So war das geplant. Ha. Oh mein Bone. Und shit. Und noch ein Ding. Cracked Red Eye Orb, damit können wir invaden, andere und trollen. Wundert mich, dass wir noch nicht in. Na gut, wir sind nicht lebendig, also können wir jetzt noch nicht invaded werden. Oh, da ist noch was. So. Oh, da liegt auch noch ein Item. Ja. Kann sich gerade Skelett zusammengesetzt, nicht, dass sie dir folgen. Die werden sie. Aber die können immer noch nicht wegstehen, obwohl du mittlerweile eine Hände Bade hast und viel, viel Level höher. Ja. Komm zu glauben, wie stark. Es dauert noch ein Weilchen, bis die einfacher werden. Wir sehen, das rein vom Level her, glaube ich, doppelt so hoch und haben viel bessere Waffen. Du musst irgendwie 10 Mal auf das Ding einstechen. Mhm. Was ist das denn für ein komisches Geräusch? Das klingt aber unheilvoll. Vielleicht werden wir in Zukunft noch herausfinden, worum es sich dabei handelt. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Du weißt schon, worum es sich dabei handelt, oder? Schnarchgrunzer. So, jetzt packe ich ja wieder ein bisschen mehr in Dex. Und noch Vitality und Endurance. Ach, kann ich gar nicht, geil. Dann lieber Endurance. Gucke ich mal, ob der Charakter da ist. Der besagte. Oh ja, da ist er. Der wäre eigentlich da oben in der Zelle eingesperrt gewesen. Aber wie kommen wir da raus? Gehört, wo wir voll irgendjemand anders befreit worden sein. Ich rede jetzt mal kurz nochmal mit ihm. Hello. I don't think we've met. I am Mike Lautrec of Karim. We're both undead. Perhaps we can help one another. Klingt doch freundlich. Das stimmt. Das stimmt. What business do you have? If you have none, then stay silent. Rede denn weiter mit ihm. What business do you have? Scheinbar nichts. Mehr was würde passieren, wenn du den aus Versehen umbringst? Dann wäre er tot. Wir lassen ihn mal im Leben, um diese Storyline interessant zu halten. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide.
Das war erst die erste Battle of the Week. Ich muss mal gucken, ob hier oben noch Charaktere aufgetaucht sind. Das könnte sein. Nee, der ist noch alleine. Ist okay. Nee, dann würde ich sagen... Ich habe zwei Humanity. Kann ich noch einmal Halloween reversen. Weiter kindeln kann ich das noch nicht. Da brauche ich erst ein spezifisches Item für. So. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Cool. Wir haben schon eine Folge geschafft. So, das war erst der Beginn des epischen Abenteuers. Da stehen noch viele, stehen noch viele, viele Prüfungen bevor und wir werden hinabsteigen in die düsteren Tiefen. Und wortwörtlich, das nächste Mal geht's bergab. Und von da an geht's immer nur noch bergab. Cool. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal.